Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen und möchte heute Ihnen vorstellen die Zugangsvoraussetzungen zum Betriebswirt IHK. Der Betriebswirt IHK, was Sie hier sehen, ist meine Internetseite www.spaßlerndenk.de. Schauen Sie Deutschlands Schnelllernspezialist, das bin ich. Und der Betriebswirt IHK ist der höchste praxisbezogener Abschluss, den es gibt in Deutschland. Und hier in diesem Video geht es um die Zugangsvoraussetzungen für die Prüfung. Nicht um ein Seminar zu besuchen. Das kann im Prinzip jeder, der bereit ist, Zeit und Geld zu investieren. Aber wenn man die Prüfung machen möchte vor der Industrie- und Handelskammer. Wir sind also jetzt auf meiner Internetseite. Sie sehen, ich biete den Betriebswirt IHK an in 26 Tagen. Das ist, soweit ich sehen kann, deutschlandweit Rekord. Kein anderer macht das so schnell. Und hier sehen wir die Zugangsvoraussetzungen. Und Sie sehen, erstens, zweitens, ja, das ist die Struktur. Erstens ist die Grundregel, zweitens ist die Ausnahme. Sie erkennen das an dem Begriff abweichend. Also schauen wir uns erst die Grundregel an. Und was steht hier? Ein Fachkaufmann oder Fachwirt. Also Fachkaufmann für Marketing, Personalfachkauffrau, Industriefachwirt, Handelsfachwirt, das ist die erste Stufe. Dann kann man ohne zeitliche Verzögerung danach den Betriebswirt IHK machen oder eine mit Erfolg abgelegte staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung an einer auf eine Berufsausbildung aufbauende kaufmännische Fachschule und eine anschließende wenigstens zweijährige Berufspraxis. Das ist ganz, ganz selten. Also Regel ist Fachkaufmann oder Fachwirt. Und das Zweite ist, abweichend, dass man durch Vorlage von Zeugnissen oder ähnliche Medien glaubhaft macht, dass man über Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die eine solche Zulassung rechtfertigen. Das bedeutet, Sie sind schon längere Zeit in einer Führungsposition als Geschäftsführer, Key Account Manager oder ähnliches. Das interpretiert jede Kammer ein bisschen anders. Also die Frage, wie lange Sie Geschäftsführer oder Selbstständiger sein müssen, um die Zulassung zu bekommen oder den Fachwirt, fragen Sie bitte bei Ihrer Kammer. Sie finden hier die entsprechenden Ansprechpartner mit Telefonnummern und dort wird man Sie dann auch beraten. Ja, vielen Dank, alles Gute, mein Name ist Marius Ebert.